Hallo zusammen und willkommen zur fünften Staffel inzwischen von Factorio. Ich habe mich für das Shadow Mega Modpack entschieden. Also stand ja Shadow Mega Modpack zur Auswahl, was eher so um das Tüfteln und Feintunen ginge. Und Hardcoreo, wo es darum ginge, möglichst viel Piu-Piu zu machen. Und mir war gerade mehr nach Tüfteln. Das heißt, unter Mods sind jetzt eine Menge neue Mods drinne. Es sollen angeblich über 50 sein inzwischen. Die werden komischerweise aber nicht alle hier aufgeführt. Wahrscheinlich, weil es irgendwelche Mini-Veränderungen sind, die nur eine Ini was verändern oder keine Ahnung. Die großen dabei sind einmal die Bobs, die hier. Das ist ähnlich zu Ditech, recht groß. Ditech selber ist natürlich auch drin. Dann gab es noch irgendwas asiatisch klingendes, was recht groß war. Irgendwas mit Y. Genau, Yuoki Industries. Verschiedene Dinge, die mit Energie zu tun haben. Und Transformer. Ja, dann haben wir noch Landfill, das kennen wir ja. Force Fields Evolution Replicator. Das klingt interessant. Meint auch jemand in den Kommentaren, dass man später aus Strom Erze gewinnen kann? Das klingt ziemlich überpowered. Außer es braucht viel Strom. Aber ja, gucken wir am besten einfach selber rein. Ich habe mich da großartig nicht so informiert, wie ich das gerne tue, weil es dadurch schwieriger wird. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich recht schnell überrannt werden und total überfordert sein werden mit allen Sachen am Anfang. Aber das kriegen wir schon nach und nach hin. Also, neues Spiel. Sind schon mal mehr Erze? Was? Alien-Artefakte? Man kann Alien-Artefakte auf dem Boden finden? Unicom-Chunk? Charge-Chunk? Peaceful Mode? Nein. Ach so, ich muss mir eine Zahl ausdenken, ne? Damit ihr dieselbe Karte nehmen könnt. Okay. So, das ist meine Zahl. Und ich werde, glaube ich, nichts ändern, weil ich denke, dass das Pack schon so gestaltet ist, dass es auf die Standard-Sachen hier geht. Also der Schwierigkeitsgrad ist auf normal angepasst. Wenn der Schwierigkeitsgrad denn überhaupt angepasst wurde. Also 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7. Generate. Bitte, bitte was Ordentliches. Wind kommt aus Norden, wir haben 0 Grad, was? Achso, das ist die Standard-Vanilla-Geschichte. Ich werde sofort aufgefordert, was zu erforschen. Und es gibt ein bisschen was zum Erforschen. Waffen. Waffen klingen gut. Schrotflinte, Submachine Gun. Für 10 rote Tränke, die ich gar nicht habe. Alien-Biokonstrukt. Also es gibt auch neue Sachen, mit denen man forschen kann. Superkontakt. Ja. Aber alles braucht rote Tränke am Anfang oder dieses komische Biozeug. Ich weiß nicht, wo ich das Biozeug herbekommen kann. Also bleibe ich bei meinen Waffen und mache Research. Und ich bin tot. Also, nein, ich bin nicht tot, ich bin unsterblich. Nee, das auch nicht. Es könnte ein Spucker kommen. Ja. Cursed Talent Level 2. Ich bin trotzdem auf einer kleinen Insel gefangen und komme nicht runter. Gut. Nutzen wir die Zeit, um ein paar der Änderungen anzugucken, damit ich bei dem nächsten Neustart, den ich gleich machen muss, nicht ganz überfordert bin. Also, wir haben ganz, ganz viele neue Erze. Mining Hardiness 0,4, 0,7. Scheint alles relativ leicht abbaubar zu sein. Das ist ein riesiges Tinfeld. Also wir werden nicht so die Ressourcenprobleme haben wie bei Ditech in der letzten Staffel. Alien-Artefakte. Yield 50%. Das sind jetzt unendliche Felder. Ernsthaft? Anscheinend. Also es sind jetzt anscheinend unendliche Felder, die aber langsam im Yield runtergehen, ähnlich wie beim Öl. Und irgendwann lohnen sich die Felder fast gar nicht mehr, aber sie bringen halt wenigstens ein bisschen was. Das finde ich sehr schick. Ja, okay, die Spezialsachen sind definitiv beschränkt. Also Tin und... Nee, seltene Erze sind nicht beschränkt. Auch nicht beschränkt, auch nicht beschränkt. Galena. Was ist das? Quarz. Quarz ist sehr wenig auf dem Haufen. Ihr seid die neuen Kristalle, ha?
Ja, ich würde jetzt richtig gerne die AI-Artefakte abbauen. Das interessiert mich ja dann doch schon. Macht das Ganze tierisch anders. Gut, Forschung. Okay, das ist alles noch normal. Das sind die ganz normalen Fabriken. Allerdings, doch, die schalten die nächsten Fabriken frei. Nächste Fabriken, nächste Fabriken. Sind das jetzt Ditec-Fabriken? Main Ditec Bob Assembly. Was? Also, es ist eine Ditec-Maschine, aber wir brauchen Sachen aus Bob Assembly. Das werden dann die Steel Bearings, Brass Gear Wheels und Electronic Circuits sein. Und die haben jetzt immer mehr Zahnräder drauf, die Fabriken, ernsthaft? Okay, da nicht mehr. Assembling Machine 7. Das geht gut ab. Oh genau, apropos gut abgehen. Waffen. Gib mir. Was bist du? Würmerverteidigung. Ich kann eigene Würmer bauen. Und ich kann eigenen Biter-Spawner bauen. Ernsthaft? Artillery. Ach du Ja, war definitiv die richtige Entscheidung, das Modpack auszuprobieren. Ah, das ist völlig abgefahren. Gib mir Waffen hier. Laser, Rifle, Shooting Speed. Nein. Flamer. Laser Rifle Damage. Wo ist mein Waffen-Upgrade da? Handheld Laser Weaponry. Laser Rifle. Combat Shotgun Rifle, Sniper Rifle. Erlaubt 4. Erlaubt 5. Sniper Rifle kennen wir. Achso, das sind weiterhin die Ditec-Sachen. Die normalen Waffenaufstufungen. Das ist eine andere Laser Rifle als die Laser Rifle von Ditec. Ja, das hatte ich auch ein bisschen befürchtet, dass sich ein paar Sachen halt überlappen. Die heißen dann gleich, machen aber verschiedene Sachen. Electric Energy Distribution. Medium und Big, was machst du? Ein MK. Oh yes! Ja, wie geil! Dann brauche ich kein Muster mehr. Also nicht mehr wirklich. Also man kann jetzt die Dinger aufstufen, dass sie einen höheren Radius haben. Also die MK1 hat 7x7. MK2 hat 9x9. MK4 hat 13x13. Ja, da kann man viel besser arbeiten. Das ist auch sehr gut, weil ich wollte in dieser Staffel ja sowohl Fließbänder als auch Roboter benutzen. Also einfach alles, was geht. Und da würde das sonst recht gedrungen aussehen. So, haben wir beim Öl irgendwas Neues? Wir können Kohle in Schweröl umwandeln, Petroleumgas in Wasserstoff. Alter Falter. Bulldozer? Okay, ich sollte jetzt neu anfangen und mit dem eigentlichen Spiel anfangen, sonst verbringe ich jetzt 10 Folgen nur damit, den Tech-Tree mir anzugucken. Also raus, ja, neu, neu. Da. So, 532, 41, 431. Go. Close, Waffen, Research. Tab, okay. Wir haben ein komisches Ding. Erstmal würde ich ganz gerne. Da ist Kupfer. Wir haben kein Eisen. Doch da unten ganz wenig Eisen. Geh mal zum Eisen. Und ich bin irre langsam. Richtig, richtig langsam. Warum haben wir so schon Furnace? Was? Okay, mach erstmal das hier weg. So, dann setzt da ein Drill drauf. Drill da drauf. Und das Ganze bitte in eine Steinschmelze. So, du hast 0,4 pro Sekunde. Ach, sogar mit Anzeige jetzt. Das ist ja sehr entgegenkommend. Okay, ich brauche mehr davon. Und es wird jetzt schon dunkel. Okay. Weg, 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 weg. So, was war der nächste Schritt? Wir brauchten. Wow, Gott. Ich brauche mehr davon. Dafür brauche ich Steine. Okay, da unten sind Steine. Da ist ein Smarty-Feld. Da. Gemstones. Okay, ich wollte eigentlich nur Steine haben. Danke. Also mit den Steinen baue ich jetzt weitere
Burner Mining Drills. Damit schnappe ich mir ein Kohlefeld. Mit diesem gegenseitigen Selbstbefüllen. Dadurch habe ich unendlich viel Kohle. Mit der unendlich viel Kohle befülle ich dann die Schmelzanlage und den Drill beim Eisen. Dadurch habe ich genug Eisen. Dann mache ich das beim Kupfer und dann mache ich die erste Stromversorgung. So, bau bitte. Ich brauche noch mehr. Ding, ding. Cursed Mining Level 2. Next Level 13,2. Was? Ah! Anscheinend gibt es ein Skillsystem. Ist das das komische Symbol da? Talents. Was? Mining. Ah, ich habe Punkte zum Verteilen. Also es gibt jetzt wohl eine Roleplay-Komponente in dem Spiel. Gut. Bau noch einen davon. Bau den bitte hier hin. Arme Girogon ist vollkommen überfordert. Du da, go. Gut, ihr befüllt euch jetzt gegenseitig. Ja, wird noch eine Weile dauern, bis ihr da was rausbekommt. Das heißt, jetzt wieder zum Eisen. Eisenplatten abholen, dich mit dem restlichen Holz befüllen. Ein bisschen mehr freimachen. So. Ich bräuchte eigentlich jetzt möglichst schnell die ersten roten Tränke, ne? Dinge. Rote Tränke da. Brauche ich Kupferplatten für. Okay. Farming Level 2? Habe ich jetzt echt durch das... Achso, das Bäume abhacken könnte Farming sein. Explore Level 2. Cursed Talent Part Bonus. Also ich level wohl irgendwie gerade durch das Rumlaufen und Abbauen und dergleichen. Ja, meine Level 3. Next Level 17,2, was auch immer. 17,2 mal irgendwas abbauen? Na gut. Bau bitte Cursed Talent Part. Was wollte ich? Ich wollte die stinknormalen, die da, wollte ich bauen. Stopp, warte, mach mal einen davon weg. Stopp. Und mach eine Steam Engine irgendwo hin. Damit wir schon mal Strom haben. Stein hier abzubauen wäre theoretisch auch eine gute Idee. Also automatisch abzubauen. Ja, setz mal einen Drill dahin, bau eine Holzkiste. Holzkiste dahin und hier hast du das. So, dann gucken wir jetzt dahin, wie viel Kohle über ist. Da oben haben wir nämlich schon wieder Mangelerscheinungen. 28, 29, ja, ist ein Anfang. Du bekommst jetzt da. Das Eisen sieht schon wieder anders aus. Das ist jetzt Dirty Iron Ore. Pop Ores. Okay. Eisenplatten raus. Na, Holz brauchen wir für was anderes. Jetzt machen wir ein bisschen wieder Kohle. Brennt hoffentlich ein bisschen länger. Na, geht so. Geht so. Genau, dieses komische Ding da. Cursed Base Xukujuju irgendwas. Du hast bestimmt auch was damit zu tun. Vielleicht kann ich auch irgendwelche Gebäude bauen, die dafür sorgen, dass ich mehr Erfahrungspunkte bekomme. Alles sehr skurril. Bau bitte doch einen Drill davon. Setz den Drill hier hin. Tu das Ganze in keinen Schmelzofen. Mist. Okay. Dann mach bitte... Haben wir überhaupt eine Pumpe? Nee, fehlt uns das Kupfer für. Nein! Ah, da ist Stein. Okay. Also ich brauche jetzt Steine, um eine Steinschmelze zu bauen, um damit Kupfer zu bekommen, um damit die Pumpe zu bauen, um damit den ersten Strom zu haben, um damit die besseren Schmelzen da zu nutzen. Gut. Bisher noch keine Anzeichen von Gegnern. Das ist ebenfalls sehr gut, weil ich habe noch eine Pistole und komische Bögen.
Ja. Also auch neue Waffen. Bau bitte da.